Hallo, grüß euch und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gespräche aus dem Horst. Ich bin der Alex, das ist der Klaus. Klaus, ich bin der Hannes. Ich glaube, du bist noch nicht ganz da. Trink einmal einen Schluck Wasser. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gespräche aus dem Horst. Ich bin der Alex. Ich bin der Klaus. Und wir zeigen euch heute die 1001 Anwendungsmöglichkeiten, nicht alle, von Paracord und was das eigentlich ist. Wo kommt es her? Von den Fallschirmspringern. Die haben die Leinen, die sie beim Springen am Schirm hatten, die auch dann runtergeschnitten und weiterverwendet. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, der Kult ums Paracord. Kann man mittlerweile eigentlich so nennen, ja. Also da geht es wirklich in erster Linie darum, das ist eine Fallschirmleine und alles oder Großteil von dem, was ihr heute an Paracord zu kaufen bekommt, ist im Wesentlichen eine Rekonstruktion von dem Ganzen. Wie ist das aufgebaut? Paracord ist eine Nylonschnur, also Kunstmaterial, und das, was man langläufig unter Paracord versteht, das ist genauso wie Uhu als Kleber oder Leatherman für Werkzeuge, ist das 550 Paracord. Und 550 steht dafür, sind 550 Pfund Belastungsstärke oder Bruchlast. Das ist die Belastungsgrenze von dem Ganzen. Und das ist deswegen so stark, weil ich außen habe ich eine Nylon-Ummantelung, das ist geflochten, und innen habe ich noch 7 Kernstränge. Die sind auch jeweils noch geflochten und das Ganze verleiht dieser Schnur diese Reißfestigkeit, und das macht das Ganze eben so vielseitig und belastbar. Also das ist jetzt das Paracord 3, gibt es natürlich noch mehrere im Grunde, genau, aber das ist das Üblichste. Der Standard. Ja, ja. Genau. Was es dann außerdem noch gibt, ist sogenanntes Microcord. Das ist im Wesentlichen, also die Version, die wir hier haben, ist ohne Kernstränge. Das ist wirklich nur eine geflochtene Nylonschnur, die aber auch sehr, sehr belastbar ist. Sowas würde ich am ehesten hernehmen, um Ausrüstung irgendwo zu befestigen als Lanyard. Das ist eher für Kleinteile. Dazu sagen, es ist keine Rebschnur. Ja? Genau, also nicht denken, dass man das als Rebschnurersatz verwenden kann. Da, so stark ist es dann doch nicht. Ne? Gilt auch bei Paracord, das ist nicht klettergeeignet. Wird sich auch abreiben, das ist auch... Genau, gehen wir dann nachher noch genau darauf ein, aber das ist nicht klettergeeignet. Ja? Als Disclaimer. Und was wir dann auch noch haben, schaut aus wie eine normale Rolle Paracord, ist aber flexibel, ist ein Shockcord. Ähnlicher Aufbau, ich habe eine Nylon-Ummantelung, aber innen statt diesen robusten Nylon-Schnüren habe ich einfach ein Gummiband. Da gibt es auch dünnere, die man zum Beispiel sehr gut für Rucksäcke innen, genau, ja, wenn die Spannung da irgendwie weg ist, hineinverwenden kann. Bei Zeltstangen auch wunderbar, die dünneren. Ja. Auch da zerlegt sich mit der Zeit bei den Zeltstangen, der Gummi wird dann einfach spröd und zieht sich nicht mehr zusammen. Kann man selber setzen mit einem dünneren Paracord, geht auch ist, top. Ist generell, man hat es auch oft bei, ich sage mal, günstigeren Rucksäcken und so weiter, die außen so ein kleines Gepäcknetz dran haben, werden sie viele sicher auch schon den Fall gehabt haben. Nach 5-6 Jahren oder so verliert es an Elastizität oder wird eben spröde. Und da ist es ganz gut zum Ersetzen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir da jetzt lange rumquatschen, schauen wir mal raus und zeigen euch ein paar Anwendungsgebiete. So, aus dem Studio in die eisige Realität. Wir zeigen euch jetzt, wie gesagt, ein paar Anwendungsgebiete bzw. kurzen Überblick, wofür man Paracord alles verwenden kann. Und als erstes, diese tollen Dinger werden von vielen argwöhnisch betrachtet, wenn sie im Shop sind, weil keiner weiß, was das wirklich sein soll. Da sind ca. 2,50 Meter Paracord drin verbaut. Also einfach ein Armband, das ich jederzeit dabei haben kann. Und wir werden das Ding jetzt einfach mal auflösen, damit man das in Aktion sieht. Also trennen wir hier die beiden Stränge einfach auf. So. Wir trennen es jetzt einmal nicht ganz auf, aber man kann sich ungefähr vorstellen. Wie gesagt, sind ca. 2,50 Meter Länge, auch 550er Paracord, das heißt sehr robust, wie wir schon alles vorher erwähnt haben, und einfach ein guter Weg, um jederzeit ein bisschen Schnur dabei zu haben. Praktische Geschichte, hätte ich mal gesagt. Yep.
Auch was man erwähnen kann, ist, dass das Feldmesser hinten, das was ja viele als Säge bezeichnen, ja eigentlich keine ist, sondern eigentlich eine Raspel ist. Sehr gut dafür geeignet ist, dass man in Holz zum Beispiel Kerben reinmacht. Das heißt, man kann, wenn man da hinten noch ein bisschen raspelt. Wenn man da jetzt praktisch rundherum raspelt, dann kriegt man eine schöne Kerbe und da passt einfach genau das Paracord richtig schön rein. Das heißt, wenn man Holzverbindungen macht, dann kann man die so machen, dass das Paracord dann nicht auf die Seite verrutscht und ungefähr, um einiges mehr Halt kriegt. Genau, hat ungefähr 5 mm Breite, sowohl der Rücken vom Feldmesser als auch das Paracord selbst. Das heißt, der kann da schöne Holzverbindungen zusammenbauen. Und damit kann man im Wesentlichen, also jetzt natürlich nur in kleinster Form, geht hoch bis zu großen Treibern und so weiter, schöne Holzverbindungen, die auch wirklich rutschfest sind, herstellen. Dann als nächstes, vielleicht nur kurz zum Herzeigen, an dem Rucksack habe ich außen recht wenige Befestigungsmöglichkeiten. Hier würde ich zum Beispiel anbieten, dass wir das Shockcord, das wir vorher hergezeigt haben, mal eine Länge runter. Hier kann ich jetzt zum Beispiel hergehen und eine sogenannte Gepäckspinne improvisieren. Das heißt, ich flechte mir das jetzt einfach hier durch. Einfacher gesagt als getan. Bin wieder hier unten zusammen, ist jetzt natürlich nur im kleinsten Maßstab, geht natürlich auch bei wesentlich größeren Rucksäcken und kann hier sowas wie Wanderstöcke fixieren, kann ich meine Jacke fixieren, wenn ich die Schichten wechsle und so weiter. Sehr praktische Sache, wurscht was, ihr könnt auch hier die Tasche zum Beispiel fixieren. Dafür ist das elastische Shockcord sehr brauchbar. So, für den nächsten Anwendungszweck, wenn wir eine ganz normale Getränkedose hernehmen, einfach oben mal das Lascherl abmontieren. Und aus dem, wenn wir uns jetzt einen Angelhaken bauen, stark improvisiert, aber ist jetzt natürlich kein super feiner, professioneller Angelhaken, aber in einer Notsituation wird er eigentlich genügen. Für den einfachen Fisch reicht es, ne? Kommt drauf an, was halt noch. Ja. Und dazu machen wir hier 3 Einschnitte. Einen. Zweiten. Und den dritten. Also hier hätten wir mal einen stark improvisierten Angelhaken. Die Ecken hier kann man ruhig scharf lassen, weil dann hat man gleich den integrierten Widerhaken. Und das Ding werden wir jetzt mit einem von den Kernsträngen vom Paracord, die wir vorher gezeigt haben, befestigen. Und zwar haben wir hier drinnen 7 von diesen dünnen Nylonschnüren. Einfach eine rausholen. Die sind natürlich nicht ganz so dünn und schön unsichtbar wie eine richtige Angelschnur. Von der Stärke und von der Bruchlast her eigentlich absolut ausreichend für kleine Fische. Jetzt werden wir das zusammenbringen. Das wird hier oben an den improvisierten Angelhaken angelegt. Somit, wie gesagt, optisch nicht der schönste, aber ein improvisierter und eigentlich von der Zugfestigkeit her ziemlich robuster Angelhaken. Wie gesagt, für einen kleinen Fisch wird es reichen. Das ist jetzt schon ein sehr spezialisierter Anwendungsfall. Geht natürlich auch deutlich banaler. Was ist, wenn man ein Schuhband abreißt? Tata!
Wir würden natürlich für den militärischen Dienstbetrieb keine gelben Schuhbänder empfehlen. Das jetzt nur mal als Kontrast, damit man schön sieht. Und, man hat Lust auf ein bisschen Ärger. Genau, ja. Geht das auch. Für Spaß mit den Vorgesetzten, genau. Sicher ein Traum. Sei nur dazu gesagt, Paracord, dadurch, dass es eben leicht elastisch ist, hat es nicht die gleichen Eigenschaften wie normales Schuhband. Das heißt, man geht damit ein bisschen unbequemer, aber zur Überbrückung reicht. Jo. Ansonsten, bevor wir euch da jetzt noch zig mehr Anwendungsgebiete zeigen, die ihr vielleicht einmal im Leben braucht, einfach ein bisschen selber improvisieren, einfach ein bisschen selber herumexperimentieren. Kann man coole Sachen damit machen und ich würde sagen, bevor die Finger zu kalt werden, schauen wir wieder ins Studio. Bis gleich. Okay, wir haben einiges mitgenommen von den Paracord. Genau. Gibt es noch ein Parade-Beispiel, was du uns nennen musst? Oh, das ist Wetter. Ja. Ach, muss ja, Spaß muss sein. Na, wir hoffen, wir haben euch einige hilfreiche Tipps geben können. Wie gesagt, war nur mal ein grober Überblick über die verschiedenen Anwendungsgebiete. Wenn euch noch was einfällt, gerne runter in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen... Man kann es zerschneiden und sich gegenseitig abschießen. Ist auch lustig. Naja. Das kommt dann in die Outtakes. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ha, den Faden. Das Paracord. Genug. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch.